Leute, da sind wir wieder. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video am Machen. Beziehungsweise wir haben noch zwei Videos auch in der Vorbereitung in den letzten zwei Monaten gemacht. Aber durch diese ganze Corona-Geschichte zieht sich das natürlich alles hier ein bisschen in die Länge. Wir machen heute einfach mal das Video über unseren E46 330. Das ist jetzt prinzipiell, also ist ursprünglich oder ist immer noch ein ganz normaler 330 Coupé aus Baujahr 2001. Den hat mein bester Kumpel damals mal gekauft und mit dem haben wir den quasi dann zusammen umgebaut, haben wir jetzt einen Turbo-Umbau gemacht. Wie gesagt, von innen haben wir jetzt keine großartigen Veränderungen vorgenommen, das ist eigentlich alles so standardgemäß geblieben. Braucht halt noch ein paar Schönheitsdinge, der Schaltknüppel und so ein Kram muss noch neu. Dann hier die Sitze müssen mal getauscht werden, das liegt auch alles quasi schon da. Die neue Türdichtung und so, das kommt alles natürlich noch rein. Aber uns ging es natürlich in erster Linie erstmal um den Motor. Haben wir jetzt quasi auf Turbo umgebaut. Das heißt, jetzt hier ist ein GT30 von Gerrit drin. Also original ist er natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben den natürlich verstärkt. Also wir hatten ursprünglich den Motor mal, also den Stockmotor gelassen und haben jetzt erstmal quasi den Turbolader, also Krümmer, Auspuffanlage, Ladeluftverrohrung, alles quasi gebaut und haben das damals mal getestet. Letztes Jahr, das hat natürlich auch so weit funktioniert, ist natürlich dann auch irgendwann kaputt gegangen. Weil dieses bekannte Problem mit den, mit den Gewinden im Block, die haben natürlich mit den Stehbolzen dann nicht gehalten. Das heißt, die Gewinde sind aus dem Block gekommen und dadurch hat der Wasser gedrückt und dann war Wasserschlagkolben abgerissen und so Geschichten halt. Auf jeden Fall haben wir den Motor natürlich dann zerlegt, haben uns natürlich überlegt, was können wir machen. Weil es natürlich gerade so diese Schwachstelle ist, haben wir uns halt überlegt, was machen wir jetzt. Also haben wir den Motor quasi natürlich zerlegt, also beziehungsweise der war ja auch kaputt, hat ja ein Loch drin gehabt. Haben wir einen neuen Block genommen und sind hingegangen und haben mit dem Motoreninstandsetzer überlegt, was können wir machen, wie können wir diese Gewinde haltbar machen, weil diese M10 Gewindebolzen, wenn du sie reindrehst, die haben nicht gehalten. Wir haben das mehrmals getestet, auch neue Helicoils eingesetzt oder Timeslots eingesetzt, auch 24 mm lang. Im Ende des Tages hat das alles nicht funktioniert. Heißt, wir sind dann hingegangen und haben einfach haben umgerüstet auf M11. Das heißt, der hat jetzt Stehbolzen bekommen vom E46 M3, also beziehungsweise AAP zur Verwendung E46 M3, die eigentlich in den Gussblock reinkommen. Und das ist M11-Gewinde. Die sind im Endeffekt jetzt, glaube ich, nur 2,5 mm länger geworden. Aber das ist, wie gesagt, passgenau hat das alles funktioniert. So haben wir in dem Sinne jetzt erstmal den Motor halt haltbar gebaut. Also beziehungsweise, dass der Kopf auf dem Block natürlich richtig hält. Untenrum, klar, originale Kurbelwelle, Stahlpleuel und Viseco-Kolben mit 8,8 Verdichtung, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht 100% sicher. Ich meine 8,8 zu 1. Und ja, King Racing Lager, also gespatterte Lager für Pleuel, auch für Hauptlager. Also extra das, was man dafür halt benutzt. Und Zylinderkopf ist jetzt auch erstmal Standard geblieben. Wir haben alles neu gemacht, also wirklich jede Dichtung, jede Schraube, alles was neu kommt, Ketten, Führung, alles neu, Hydrostöße neu, wirklich alles einmal neu. Alles auch einmal geprüft oder geprüfen lassen, Nockenwellen, wie auch immer. Also alles, was im Motor dazugehört, ist einmal richtig picobell fast neu aufgebaut worden. Das heißt, der Rumpfmotor stand, wir haben das Ding zusammengebaut. Haben natürlich damals bei den ersten Tests, wo der noch auf Stockmotor war, sind wir auch mit originalen Düsen noch gefahren. Also originale Düsen, originale Kraftstoffpumpe. Das haben wir natürlich alles getestet. Hat natürlich klar alles nicht funktioniert. Und haben natürlich jetzt auch andere Düsen drin, haben natürlich andere Kraftstoffpumpe drin. Und dann haben wir erstmal angefangen, die Ladeluftverrohrung zu bauen, weil bei E46 ist das alles relativ eng. Das passt alles nicht so. Das heißt, Wastegate muss normalerweise eigentlich nach hinten, sitzt jetzt vorne, haben wir ein bisschen umgebaut. Ladeluftverrohrung haben wir vom Turbolader jetzt auch umgeschweißt. Das ist jetzt erstmal alles, ja, provisorisch würde ich jetzt nicht sagen, das funktioniert. Aber mir persönlich gefällt das nicht so. Also ich würde das gerne alles nochmal umbauen. Wenn es danach geht, würde ich den Turbolader auch gerne nach unten bauen. Das werden wir auch auf jeden Fall über den Winter, jetzt werden wir das machen. Sind aber jetzt mit diesem Fahrzeug schon ca. 600 Kilometer gefahren, also wirklich eine Einlaufphase, haben den Wagen jetzt soweit auf Straße schon mal abgestimmt. Also leistungsmäßig kann ich da jetzt quasi auch noch gar nichts zu sagen. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus zwischen 400 und 500. Wird er irgendwo haben. Wir fahren jetzt 1,6 Bar Ladedruck für im Straßenverkehr und so ein bisschen rumzufahren. Sollte das auf jeden Fall vollkommen ausreichen. Ja, dann würde ich einfach sagen, wenn wir... Ja, sollen wir eine Runde fahren, oder? Fahren wir eine Runde, ja. Ben hat Bock, ich habe auch Bock. Wetter ist gut, dann ja, fahren wir mal ein kleines Ründchen.
können wir unterwegs noch ein bisschen quatschen und dann ja, sehen wir uns gleich. Eine kleine Werbung. Bei diesem Menschen hier, ein sehr, sehr guter Freund von mir, beziehe ich alle Teile. Und die Firma Sandfort ist eigentlich unser Motorenanstänzer des Vertrauens. Ja, wie gesagt, nur dazu. Also wenn er Tuningteile braucht oder für Turbo-Umbauten, aber auch Originalteile, VW Audi zum Beispiel, seid ihr auf jeden Fall beim Daniel, bei Donkeytech richtig. Und wenn ihr was mit Motoren wollt und ihr aus dem Umkreis kommt, weil ich denke, aus 500 Kilometern fahre ich jetzt nicht nach Köln, ist auf jeden Fall Sandfort der Richtige. So, also wir fahren jetzt. Guckt euch das an, Junge, der ist auch auf Turbo umgebaut hier. Und zack, Junge, komm, gib Gas auf dem Hinterrad, Junge. Pass auf, jetzt fährt's. Na, los hier. Wie geil ist das? Ja, wir fahren jetzt mal hier auf die Autobahn. Und dann schauen wir mal ein bisschen. Jetzt fahren wir als allererstes mal tanken. Sind natürlich perfekte Voraussetzungen für eine Probefahrt. Siehe vor uns. Der Fahrschüler, der auch gerade die rote Ampel überfahren hat oder auch mitten auf der Kreuzung steht. Und jetzt hier, in, wo 70 ist, 40 fährt. Naja, okay. Oh, jetzt kommt der Gas. Jetzt genau. Der boostet. Okay. Frisch getankt. Und die Fahrschule überholt, oh, geärgert. Hinter uns fährt die Polizei, aber die fährt gerade die Autobahnabfahrt runter. Das ist der Gegner. Aber der will nicht. Nee. Aber er hat schon so. Er hat schon so rüber. Ein Auge gemacht, hat ne? Ein Auge gemacht. So. Also, wie gesagt, das ist jetzt alles hier noch. Jetzt momentan gerade ein Bar Druck. Also ein Bar Dosendruck fahren wir jetzt gerade. Und ich denke, das reicht. Ben, was sagst du? Man kann damit auf jeden Fall, man wird auf kommt jeden man Fall gut voran. Hart geschoben. Ja. Okay, wir sind wieder angekommen, heile angekommen, alles super. Haben jetzt gerade noch mal eben kurz einen kleinen Launch-Start gemacht. Im Endeffekt ist das jetzt nichts anderes, eigentlich nur eine Programmiersache, was Sprit und Zündung anbetrifft. Das heißt, der Lader baut während des Knopfdruckes schon Ladedruck auf. Das heißt, dass du im Endeffekt jetzt mit einem, also mit losstarten kannst ohne ein Turboloch. So, ich erkläre es einfach mal so ganz einfach. Das war jetzt bei, ich meine, so 1,2 Bar oder sowas in der Richtung. Müsste das jetzt gewesen sein. Also, ich habe es jetzt nicht angeschlossen, da hat jetzt auch kein Datendisplay dran. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Also, wie gesagt, auf jeden Fall müssen hier noch ein paar Verfeinerungen gemacht werden. Wie vorhin schon gesagt, der Lader wird auf jeden Fall später nach unten kommen. Und die ganze Geschichte mit diesen Steuergeräten für die Scheinwerfer, die werden auch alle noch umgelegt. Und die Ladeverrohrung wird noch ein bisschen anders gebaut. Catchtank kommt noch hin für, also Öl-Catch-Can kommt noch hin für die Kurbelgehäuselüftung. Die ist jetzt momentan hier noch offen. Aber wie man sieht, jetzt kommt hier gar nicht, kommt nur ganz minimal Öl raus. Normal haben wir eigentlich noch einen Schlauch hier drauf, der halt quasi nach unten in so einen Behälter geht. Den haben wir jetzt für die Fahrt mal eben abgemacht. Tja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sagen mal, bis demnächst.